Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Meine Damen und Herren, ein Museum oder eine Ausstellungshalle zu leiten, ist eine feine und vor allem interessante Sache. Unser heutiger Gast leitet gleich drei Häuser. Er ist Direktor des Städels, des Liebighauses und der Schirn-Ausstellungshalle. Eine Menge Gesprächsstoff, freuen uns sehr auf die Unterhaltung mit Philipp Demand. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Dr. Demand, Ihr Vater war Professor an der Freien Universität Berlin für alte Geschichte. Ihr Großvater war Landesdenkmal-Sachverständiger, Experte in Hessen. Wurde in Ihrem Elternhaus, das naturbedingt kulturaffin war, fast immer nur über Kultur gesprochen? Ich würde sagen, wenn, dann eher über Geschichte. Also mein Vater ist, wie gesagt, Historiker. Mein Großvater war auch Historiker, war Staatsarchivrat in Marburg. Das Thema Geschichte und vor allen Dingen das Thema hessische Geschichte spielte bei meinen Großeltern eine gewichtige Rolle. Die auch kompliziert ist, ne? Da wissen Sie mehr als ich. Für mich waren das als Kind waren das böhmische Dörfer. Ich weiß noch, dass ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, dass meine Großeltern immer Register und Korrektur lasen und da tauchen dann diese ganzen Namen der ganzen Grafschaften und Katzenellenbogen und wie sie alle heißen auf. Und wir haben als Kinder überhaupt gar nicht verstanden, was meine Großeltern da eigentlich tun. Aber wir hatten an den Wänden eben immer die Bilder von Banzer und von Ubbelode und wir sind natürlich auch mit den Märchenillustrationen dieser Zeit groß geworden. Insofern, also diese hessische Geschichte, das spielte schon eine große Rolle bei uns zu Hause. Mein Vater ist ansonsten an der bildenden Kunst sicherlich sehr interessiert, aber vor allem an der Musik. Also bei uns wurde sehr, sehr viel musiziert und ich glaube, zum großen Leidwesen meiner Eltern haben ich und meine Geschwister nicht gezündet, bei keinem Instrument. Aber mein Vater spielt fantastisch, vor allen Dingen Flügel, Klavier, Cembalo, Orgel. Das heißt, Musik wurde sehr viel bei uns gemacht, aber von den Kindern leider nicht. Sie haben dann studiert Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Publizistik. Warum übrigens Publizistik? Wollten Sie in Richtung Journalismus? Ich wollte Journalist werden und ich wusste auch schon wo, nämlich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ach, ja. Das war fest geplant. Es ist dann ein bisschen anders gekommen, wie Sie gemerkt haben. Aber die Frankfurter Allgemeine wurde bei uns gelesen und ich habe immer gerne geschrieben. Und Sie wären dann ins Feuilleton gegangen? Ich wäre wahrscheinlich ins Feuilleton gegangen. Und dort Kunst oder für Kunst zuständig? Oder? Vielleicht für Kunst zuständig. Also so genau hatte ich mir das damals eigentlich nicht überlegt. Mir fiel nur in der Schule auf, dass ich eine große Freude und offensichtlich auch ein gewisses Talent für das Schreiben hatte. Ich kriegte in den Schulaufsätzen immer eine Eins. Und das, obwohl mir das relativ leicht so aus der Hand floss. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Schreiben. Und das war für mich auch wirklich, wie soll ich sagen, ein ganz, ganz kreativer Akt. Also für mich ist das Musizieren und das Schreiben und das Malen und das ist für mich alles eins so ein bisschen. Und einer der Gründe, warum ich auch so lange gebraucht habe fürs Studium beziehungsweise für meine Promotion war, dass ich unendlich viel Zeit auf die Formulierung von Sätzen verwendet habe, was mich wahrscheinlich als Journalist disqualifizieren würde, weil ich niemals Punkt 16 oder 17 Uhr irgendwas abgegeben hätte. Aber das war so ein bisschen der Plan und deswegen habe ich damals Publizistik studiert, im Nebenfach. Die Kunstgeschichte ist im wahrsten Sinne des Wortes ein weites Feld. Hatten Sie von Anfang an eine Lieblingsepoche oder ein Lieblingssujet? Also was ich immer sehr mochte, war die deutsche Renaissance. Ich war fest davon ausgegangen, dass ich über Hans Holbein promovieren würde. Bis heute eigentlich mein Lieblingsmaler, also Hans Holbein der Jüngere. Es ist dann anders gekommen, weil ich mich dann eigentlich durch Zufall auf das 19. Jahrhundert konzentriert und auch gestürzt habe, sodass mir diese Zeit zwischen 1780 und 1910, 1920 einfach besonders nah ist. Privat interessiere ich mich vor allen Dingen so für diese Zeit zwischen 1900 und 1914, dieser Vorabend der Moderne, diese Umbruchssituation, wo das Akademische und die Avantgarde so ein bisschen ineinander greifen. Das merke ich immer wieder, wenn ich sozusagen privat Kunstwerke kaufe oder wenn ich Auktionskataloge durchblättere oder wenn ich über Künstler, über Aufstellungsideen nachdenke, dass ich immer wieder mal in dieser Zeit so ein bisschen hängen bleibe.
wie wir das ja im Moment in der Schirnkunsthalle mit Richard Gerstel zum Beispiel machen. Das ist eine unglaublich spannende Umbruchzeit, die mich immer sehr interessiert hat. In Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich mit dem Luisenkult beschäftigt. Luise, Königin von Preußen, war nur ein kurzes Leben beschieden, 1776 bis 1810. Sie war aber in ihrem kurzen Leben eine ganz wichtige Frau in Deutschland. Wie erklären Sie sich den Luisenkult? Das sind viele Dinge, die sozusagen zueinander kommen. Es ist eben auch wieder diese Umbruchzeit. Mhm. Ja, das ist eben die Zeit der napoleonischen Kriege, die Zeit der Spätaufklärung. Es ist die Zeit, in der das im Prinzip entsteht, was wir heute als deutschen Nationalstaat, als Nationalgefühl, als bürgerliches Gefühl eben betrachten. Die Luise ist natürlich die große Gegenfigur zu Napoleon. Das heißt, das deutsche Nationalgefühl entwickelt sich ja an wie gegen Napoleon zugleich. Und da brauchte es eben im 19. Jahrhundert eine Identifikationsfigur, die natürlich deutsch sein sollte und idealerweise natürlich den Hohenzollern zugehörig, weil die natürlich tonangebend waren, mit der man sich eben dann auch in dem Sinne, wie soll ich sagen, gemein machen konnte. Und die Zutaten dieser Geschichte, also Schönheit, Tragik, früher Tod, das ist der Stoff, aus dem die Mythen gemacht werden. Und es war für mich sehr interessant nachzuvollziehen, wie dieser Luisenkult ausgehend von der klassizistischen Skulptur dann eben in der Literatur, in der Dichtung bis hin zu den Durchhaltefilmen der Nazizeit. Da hat also in Kolberg hatte Luise noch ihren letzten großen Auftritt als Durchhalte-Ikone. Es war für mich hochgradig interessant zu sehen, wie die bildende Kunst, weil die Frau ist weg, die Bilder sind da, wie die bildende Kunst es eben schafft, im Prinzip zum Motor einer solchen nationalen Identitätsmythologie zu werden. Da ist auch Schadows Prinzessinnengruppe, also Luise und ihre jüngere Schwester Friederike, eine bemerkenswerte Arbeit, weil so gar nichts von Herrscherpose zu sehen ist. Wäre es übertrieben, das als erstes Pin-up Girl sozusagen zu betrachten? Ja, ich würde vielleicht eher von It-Girls sprechen. Also irgendjemand hat mal gesagt, also Luise und Friederike, das seien so ein bisschen wie Paris und Nicky Hilton. Also zwei Mädchen, die eigentlich noch nicht wirklich was geleistet und erreicht haben in ihrem Leben. Und es ist in der Tat das erste Mal in der deutschen Kunstgeschichte, vielleicht sogar überhaupt in der Kunstgeschichte, dass zwei jungen Frauen, die noch nicht mal auf dem Thron saßen und auch noch nicht mal Kinder bekommen hatten, also unabhängig davon, dass sie etwas geleistet oder etwas erreicht hätten, ein lebensgroßes Denkmal in Marmor gesetzt wurde. Und diese Figur, das ist eben wieder dieser Epochenumbruch, von dem ich vorhin sprach, markiert eben auch so eine gewisse Zäsur, weil diese beiden Mädchen ja ohne Insignien ihrer königlichen Herkunft oder ihrer auch jetzt königlichen Eheverhältnisse dort dargestellt werden. Und was ich an dieser Figur so spannend finde, ist, dass sie eben bis heute von den Besuchern aufgrund dieser Natürlichkeit, jeder kennt das, also man lehnt sich gegen den anderen und macht ein Foto, das ist eine ganz natürliche legere Haltung. Und dann ist es natürlich dieses Preußen, diese kurze Zeit, in der Preußen wirklich auch atemberaubend sinnlich und frei war, das ist diese griechische Mode, die getragen wurde, das Korsett ist vorbei, die Perücke ist vorbei. Es gibt wenige Skulpturen, die bis heute so große Anknüpfungspunkte bieten wie die Prinzessinnengruppe von Schadow. Herr Dr. Demand, Sie haben Ihren ersten Job bekommen, das war ein Ausstellungsassistent. Was macht man da als Ausstellungsassistent? Kaffee kochen? Nein, als Ausstellungsassistent arbeiten Sie dem Kurator und dem Direktor zu. Das war im Bröhan-Museum und da hat es eine große Ausstellung gegeben über Jugendstil in Finnland. Das war unvergesslich für mich, weil es war das erste Mal in Deutschland, dass die berühmtesten finnischen Künstler der Zeit um 1900, und die Zeit um 1900 ist für die finnische Nationalbildung eben so essentiell wie die Zeit um 1800 für die deutsche, dass diese Künstler nach Deutschland gereist sind. Das sind Heiligtümer in Finnland. Die werden normalerweise nicht auf Reisen geschickt, aber das Bröhan-Museum hat das damals geschafft, eben viele dieser Meisterwerke, in denen es eben auch um diese Identität
Identitätsfindung, die finnische Vergangenheit, die finnische Sagenwelt, die Abgrenzung zu Schweden, die Abgrenzung zu Russland, die finnische Landschaft, die Natur. Um diese Dinge ging es in dieser Ausstellung. Wieder dieses Thema der Nationsbildung. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich kann heute auch solche Namen wie Akseli Gallen Kallela aussprechen, was die man normalerweise nicht können. Finnisch ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist übrigens sozusagen der finnische Caspar David Friedrich. Ja. Den kennt in Finnland jeder. In Deutschland werden diese Künstler im Moment erst entdeckt. Das Städel hat ja vor einiger Zeit ein wunderbares Gemälde gekauft von Helene Schjerfbeck, auch nicht einfach auszusprechen. Mhm. Das sind eben Künstler, die zum ersten Mal wirklich groß gezeigt gezeigt worden, damals im Bröhan-Museum. Heute sind Sie Direktor des Städel, der Schirn, der Kunsthalle Schirn und des Liebighauses. Und an einen Museumsdirektor werden heute doch sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt. Er muss Kunsthistoriker sein, er muss was verstehen von der Materie, er muss Verwaltungsmanager sein, Sie haben drei Häuser zu führen und Sie müssen last but not least eine Art gehobener Entertainer sein und ein Einsammler von Sponsorengeldern und Animateur. Ist das nicht eine unglaublich schwierige Multitasking-Aufgabe? Und wenn nein, was ist das Schöne daran? Also es ist grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ich finde gerade diese Vielfalt interessant. Also ich gehörte nie zu den Kunsthistorikern, die ihr Leben in einer Bibliothek verbringen wollten, sondern ich habe eigentlich von Anfang an schon im Studium immer mich interessiert für auch die Zwischenstufen. Also was macht Kunst mit einem? Was macht Kunst mit einer Gesellschaft? Was macht es mit mir? Wie kann man Kunst vermitteln? Unser Fach heißt ja Kunstgeschichte. Das heißt, es ist unser Job, Kunst in Sprache zu übersetzen, ja. Das heißt, das sind alles Fragen, die mich eigentlich immer sehr bewegt und interessiert haben. Und es ist in der Tat richtig. Also mein Arbeitstag hat sehr wenig mit Kunst zu tun. Also, dass ich also durchs Museum laufe und mir überlege, welches Bild hänge ich jetzt auf, welches hänge ich ab, was hole ich aus dem Depot, das ist nicht mein Job. Ich werde häufig gefragt, was planen Sie denn? Was wird das Städel neu gehängt? Das ist nicht mein Job. Das ist der Job der Kuratoren und die machen das ganz großartig. Sondern in der Tat geht es darum, diese sehr, sehr komplexen Organismen und Museen sind einfach ganz, ganz komplexe Organismen aus Architekturen, aus Teams, aus Stimmungen, aus Sammlungen, aus Geschichte, aus Natur. Das eben, da müssen Sie Gespür für entwickeln, das müssen Sie eben auch weiter fortführen wollen. Und es ist in der Tat richtig, was Sie sagen. Sie müssen Freude daran haben, dass auch immer wieder in unterschiedlichsten Kontexten, ob das in einem Zweiergespräch ist oder ob das vor 500 Leuten ist, Sie müssen Freude daran haben, dafür immer wieder zu werben und das zu vermitteln. Und Sie müssen sozusagen ubiquitär sein. Sie müssen sich in der Gesellschaft blicken lassen, bei möglichen Sponsoren oder tatsächlichen. Und Sie gehen morgens erst immer in die Schirn und dann in Städel. Warum? Das ist der Arbeitsrhythmus von Max Hollein gewesen. Daran hatten sich alle gewöhnt, dass man erst morgens in die Schirn kam und danach ins Städel ging. Und das habe ich so beibehalten. Also ich habe erstmal sowieso grundsätzlich alles so beibehalten, wie es war. Das muss man sich erstmal in Ruhe angucken, bevor man Strukturen verändert, muss man sie erstmal kennen. Und insofern, also es ist am Anfang durchaus eine Herausforderung, weil Sie müssen eben nicht mehr in einem Haus denken, sondern eben in drei Häusern. Und Sie müssen lernen, sich innerhalb von Sekunden auf völlig neue Situationen, Gesprächspartner, Themen einzustellen. Aber das ist letzten Endes eine Frage der Übung. Das machen Sie ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, den man über Jahre trainiert. Wie wichtig ist es Ihnen, dass zu den Ausstellungen in der Schirn oder zu den Sonderausstellungsstädel im Liebighaus viele Besucher kommen? Sagen Sie, das ist wichtig oder sagen Sie, ich mache hier Kunst und alles andere ist Tant, ist Talmi? Nein, das ist natürlich schon wichtig, wobei natürlich die Mischung letzten Endes das Entscheidende ist. Das heißt, wir versuchen natürlich immer Ausstellungen zu machen, von denen wir wissen, dass ein großes Publikum daran Interesse hat. Bestes Beispiel im Moment ist die große René Magritte-Retrospektive in der Schirn, die einen Riesenerfolg gerade hat. Und auf der anderen Seite zeigen wir im Moment in der Schirn ja eben Richard Gerstel, einen Künstler aus Wien um 1900, also ein Vorläufer, wenn Sie so wollen, von Kokoschka, Zeitgenosse von Klimt und von Schiele. Und das ist ein bisschen ein Geheimtipp eigentlich, also ein Künstler, der in Deutschland kaum bekannt ist.
Aber die Aufstellung läuft sehr gut, weil das spricht sich eben rum. Also wir setzen da sehr auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist sehr, Gerstl ist sehr, sehr früh gestorben, hat sich mit 25 Jahren schon das Leben genommen. Das Oeuvre ist relativ klein. Wir zeigen fast das gesamte Oeuvre, was überhaupt noch existiert. Und diese Mischung ist, glaube ich, auch das, was die Menschen erwarten und was so ein Museum auch ausmacht. Wir sind ja keine Aufstellungshalle, die nur dazu da ist, populäre Namen zu präsentieren, sondern wir sind auch eine Bildungseinrichtung und wollen die Menschen natürlich nicht nur mit den Dingen konfrontieren, die sie schon kennen oder glauben zu kennen, sondern auch mit Neuem. Und ich erlebe das Publikum in Frankfurt, ähnlich wie in Berlin, da als sehr offen. Ja. Also das Publikum hat sich an diese Mischung gewöhnt und die wird auch, ja, das ist ein Vertrauensvorschuss und das wird auch angenommen. Und ich will Ihnen eins sagen, das Stähl und auch die Schirn haben es geschafft, so ein bisschen zu Marken zu werden. Und wenn ich Marke, ich würde normalerweise das Wort Marke im Museumszusammenhang nicht benutzen, aber wenn ich das im Bereich von Städelschirn und Liebighaus benutze, dann, weil mir neulich mal ein Besucher sagte, wissen Sie, Herr Demand, egal was in der Schirn oder im Liebighaus oder im Städel läuft, ich gucke mir das grundsätzlich an. Mhm. Und zwar, weil es in einem dieser drei Häuser ist. Und wenn ein Haus das schafft, also eine solche Dachmarke zu werden, wo die Leute sagen, ich gucke mir einfach alles an, was da ist, weil ich glaube, dass es mich interessieren wird, das ist dann haben wir einen guten Teil unseres Weges wirklich gut beschritten. Können Sie sagen, zu welchem Anteil zum Beispiel das Städel das Budget selbst erwirtschaftet, durch Eintrittsgelder, durch andere Quellen? Also das Städel ist ja, wie Sie wissen, eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Wir kriegen nur sehr geringe öffentliche Zuschüsse und wir erwirtschaften zwischen 80% und 90% unserer laufenden Kosten selbst. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das ist ein einzigartiger Wert für ein Museum dieser Größe in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Aber man merkt, der ganze Geist im Städel und auch in dem gesamten Team ist darauf auch abgestellt. Also Sie müssen im Städel keinem Kurator, keinem Restaurator, keinem Kollegen erklären, dass man auch das Wirtschaftliche mitdenken muss. Und das schafft aber in dem Haus, finde ich, eine schöne Dynamik. Und das Publikum ist auch bereit, das mitzutragen. Sind Sie mehr ein Mann der Bilder, der Gemälde oder der Skulpturen? Eigentlich der Skulpturen. Mhm. Also dadurch, dass ich eben aus der Skulptur komme, vom Studium, von der Promotion her, habe ich eine große Bindung zur Skulptur. Skulptur gilt ja immer so ein bisschen als etwas schwieriger als Malerei, was ich natürlich rundherum ablehne. Wenn man aber Skulptur richtig vermittelt, richtig inszeniert, richtig ausstellt, dann kann Skulptur manchmal Dinge mit uns machen, die ein Gemälde eigentlich gar nicht kann. Und gerade auch die Abstrakten. Auch die Abstrakten. Und für mich ist dieser Raumbezug, diese Tatsache, dass man einen Menschen, ein Tier dreidimensional vor Augen hat. Man weiß natürlich, es handelt sich um ein Kunstwerk, aber auf der anderen Seite ist es das erste Mal, dass Sie einen Körper zum Beispiel auch ganz anders wahrnehmen in all seinen Schattierungen, solchen Dingen. Das ist für mich immer hochspannend. Ich habe ja in Berlin die große Ausstellung gemacht über Rembrandt Bugatti, den Tierbildhauer. Das ist eine Ausstellung gewesen, wo wir eben diese Skulpturen von Bugatti in die gesamte alte Nationalgalerie haben einfließen lassen. Und wenn Sie dann sehen, was für Dialogsituationen entstehen, plötzlich zwischen Caspar David Friedrich und einem Geier von Bugatti oder einem Mantelpavian von Bugatti und einem Gemälde von Manet, das öffnet einem wirklich die Augen, sowohl für die Malerei als auch für die Skulptur. Das ist so ein bisschen die Königsklasse, weil Sie müssen ganz, ganz lange über solche Dinge nachdenken. Dafür habe ich im Moment leider wenig Zeit. Aber die Beschäftigung mit Skulptur erlebe ich wirklich als ungemein beglückend. Die Stadt Frankfurt hat beschlossen, dass Kinder und Jugendliche in Museen freien Eintritt haben. Das trifft das Städel jetzt nicht. Finden Sie es grundsätzlich eine gute Idee? Grundsätzlich ist das eine fantastische Idee. Also es ist natürlich eine Idealvorstellung. Nur wir sprachen ja gerade über die wirtschaftliche Seite eines Museums. Sie müssen natürlich aber trotzdem eine Idee davon entwickeln, wie Sie sowas kompensieren. Man muss dazu sagen, dass im Städel und auch in der Schirn Kinder bis 8 bzw. 12 Jahren ohnehin freien Eintritt haben. Und es gibt natürlich nur eine begrenzte Zahl von Individualbesuchern zwischen 12
12 und 18, die zum Beispiel ohne ihre Eltern kommen. In der Sekunde, wo die Eltern dabei sind, gibt es Familienkarten, solche Dinge. Wir haben riesige Angebote, kostenfreie Angebote für Kinder, was Schulklassen angeht, was Vermittlungsarbeit angeht. Sie machen ja schön, die am wahnsinnig viel Vermittlungsarbeit. Wir machen sehr, sehr viel Vermittlungsarbeit für Kinder. Insofern fühlen wir uns da gut aufgestellt. Ja. Das Städel, Herr Dr. Demand, umfasst eine Sammlung von 3.500 Gemälden und mehr als 600 Skulpturen, über 4.600 Fotografien. Haben Sie ein Lieblingswerk? Und verraten Sie es uns? Ich habe eine ganze Reihe von Lieblingswerken. Zum einen ist das natürlich dieses hinreißende Porträt des jungen Mannes mit der Nelke von Hans Holbein. Das ist ein Verlobungsbild, das ich sehr, sehr liebe. Ein wunderbares, ein kleines Tondo. Wir haben aber zwei Gemälde gekauft vor einiger Zeit. Also eines gerade, eines ist schon zwei Jahre her, von Lotte Laserstein, einer Künstlerin der neuen Sachlichkeit, die ich ungemein schätze, in Berlin schon sehr gemocht habe. Eine Künstlerin, die man eigentlich gar nicht groß kennt, die wir aber 2018 in einer großen Ausstellung im Städel würdigen werden und die auch in der Weimar-Ausstellung in der Schirn dann zu sehen sein wird. Also die Bilder, die man dann als Museumsdirektor auch erworben hat, natürlich hat man zu denen auch eine besondere Bindung. Und ich bin ein großer Fan des Schäferhundes von Otto Dix. Ein böses Bild auf den ersten Blick, aber also der veristische Blick auf einen deutschen Schäferhund, das ist was ganz Besonderes. Sie haben den größten Teil Ihres bisherigen Lebens in Berlin verbracht. Als klar wurde, dass Sie nach Frankfurt gehen würden, wie viele Ihrer Freunde und Bekannten sagten dann in Berlin, ach Gott, Sie ärmsten nach Frankfurt, wie schrecklich. Eigentlich keiner. Mhm. Interessant, also die Frage habe ich mir noch nicht gestellt. Es gibt so ein bisschen eigentlich den Konsens in Berlin, dass wenn man aus Berlin weggeht, dann eigentlich nur nach Frankfurt. Und das war bei mir auch so. Also für mich war klar, wenn ich Berlin mal verlasse, dann kann das eigentlich nur Frankfurt sein, obwohl ich konkret nie darüber nachgedacht habe, bis mich eines Tages völlig unvermittelt die Anfrage aus Frankfurt dann erreicht hat. Aber ich finde, Frankfurt und Berlin sind Städte, die schon durchaus in gewisser Weise vergleichbar sind, sehr international, sehr dynamisch. Die meisten Frankfurter, genauso wie die meisten Berliner, kommen gar nicht aus Frankfurt oder Berlin. Dadurch ist die Stadtgesellschaft schon auch sehr durchlässig, nicht sehr hermetisch. Und natürlich würde das bedauern, dass man geht, aber für mich ist der Flieger von Berlin nach Frankfurt und zurück so ein bisschen wie Busfahren. Und ich treffe eigentlich in jedem Flugzeug mindestens 2 bis 3 Leute, die ich kenne. Also die Distanzen sind dann doch wirklich klein geworden. Man setzt sich um 16 Uhr ins Flugzeug und ist zum Abendessen dann schon wieder in Berlin bei einem Termin. Das heißt, diese beiden Städte, das genieße ich sehr im Moment. Herr Dr. Demand, Sie haben jetzt noch 25 Sekunden Zeit für eine letzte Antwort. Werden Sie jetzt bis zu Ihrer Pensionierung in Frankfurt bleiben? Ich tue mein Bestes. Er hat nicht Ja gesagt. Die Entscheidung liegt nicht allein bei mir, aber ich kann nur sagen, es macht mir ganz, ganz großen Spaß hier. Das kann ich überhaupt nicht anders sagen. Haben Sie herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen.